Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Wir waren wieder fleißig über die letzte Woche. Und zwar sind wir jetzt bei 99,12% und haben noch 503 Items offen. Und ich habe jetzt gerade mal gespickt. Letzte Woche waren wir bei 541, also knapp 40 Items. Haben wir jetzt Plus gemacht und 99,5% heißt, wir haben 7, also 0, also 0,07% gut gemacht. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist doch ein bisschen Aufwand dahinter, weil jetzt werden langsam die Items ein Ticken schwieriger, die ich noch brauche. Da ist halt, ja, bei vielen Sachen bin ich jetzt ziemlich am Ende angelangt und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, was ich so alles bekommen habe. Das Problem ist immer, ich merke mir leider nicht alles, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch das eine oder andere vergessen, aber wir bemühen uns. Also, im Classic-Bereich haben wir, glaube ich, nichts dazu bekommen. Da sind es immer noch bei den Dungeons die altbekannten Items, die ich jetzt auch unter anderem in meiner Waste of Money-Serie quasi vorgestellt habe. Ich habe mir das eine oder andere gekauft. Dann Wortel hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon weg. Ne? Da hatte ich alles bekommen. Mir fehlt jetzt nur noch übrigens auf der Hordenseite. Das kann ich euch gleich mal zeigen, weil ich da zufällig unterwegs bin. Auf der Hordenseite fehlt mir bei Anubarak noch eine Hose. Die kriegst du aber nur als Hordler. Die wird mir bei dem Ali-Char nicht angezeigt. Deswegen bin ich jetzt hier gerade mit dem Hordenschar parallel, zufällig, passend gerade zum Video in Prüfung des Kreuzfahrers drin und gucke halt, dass ich diese Hose kriege. Ne? Also das machen wir nachher weiter. Jetzt machen wir aber erstmal hier quasi die Reihe durch. Hier fehlt mir Mist of Pandaria jetzt nur noch Thron des Donners und zwar nur noch das eine Item von Raden. Und die Kacke ist, ich hab's letzte Woche probiert, ob ich eine ID scheren kann. Heißt, ich bin mit einem Char reingegangen, hab mit dem Main war das komplett bis auf Raden das Ding gecleared und wollte dann die ID auf einen anderen Char rüberschaffeln. Dann bin ich mit dem anderen Char zusammen reingegangen, also auf meinem zweiten Account. Bin mit dem Main raus, hab die Gruppe verlassen und danach hat der andere Twink'Char Raden gekillt und habe ich blöderweise die ID bekommen von Raden. Warum auch immer, ne? Also es stand zwar von der ID hier noch richtig drin, dass ich nur, ich glaube, 11 von 12 Bossen gekillt habe, aber sobald ich reingegangen bin, auch alleine ohne den anderen Char, nach x-mal resetten, hat es nicht funktioniert. Also ich konnte leider keine ID sharen. Jetzt muss ich, wenn ich den Boss haben will, beziehungsweise das Item von dem Boss, jedes Mal die komplette Instanz machen. Und im heroischen Modus, ja, zieht sich ein bisschen, vor allem mit den Gammeltwings. Und der Boss hat halt leider ein riesen Loot-Table. Ich habe mir das mal angeguckt. Moment, ich kann euch mal zeigen. Ich glaube, 45 Items waren es. Ich habe es gezählt tatsächlich. Also doch einen deutlich größeren Loot-Table. Also wir müssen ja blöderweise, weil ja alles Loot droppen kann. Seht ihr das? Der hat schon den großen. Oh, warte mal. Ich muss im HC 25 auf Raden gehen. So, jetzt sind wir im richtigen Loot-Table. Seht ihr das, wie viele Items der hat? 45 Items sind es, falls ich mich nicht verzählt habe. Und das ist halt ätzend, da das richtige Item zu kriegen. Naja, gut, da muss ich noch gucken. Das ist jetzt das letzte Item, was mir im Thron des Donners fehlt und damit auch in den Mist of Pandaria Dungeons. Hier sind es ja weiter in die 5-Mann-Innis, die. Gehe ich erst an die beiden, also diese Special Epic Teile mit 0,3% Drop-Chance, wenn ich alles andere fertig habe. Ne? Dann Warlords of Draenor fehlt mir nur noch von Sokrita. Ich war nochmal fleißig. Ein Umhang. Ich habe jetzt aber entdeckt, dass ich mit einem anderen Char diese Quest schon gemacht habe, weil ich damals mit einem anderen Char auf Egwene geradet hatte, der Gott sei Dank auf dem zweiten Account ist und ich dementsprechend meinen Main einladen kann und mich direkt hochporten kann zu. Manoroth, nee, ist es Manoroth? Ich verwechsel die Grubenlords immer tatsächlich. Moment, wir müssen nachgucken. Es war, glaube ich, nicht Manoroth, ne? Doch, es war Manoroth. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Markterridon gesagt. Es ist Manoroth. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Manoroth, ja, es war nicht Markterridon, sondern Manoroth. Genau, dann kann ich mich direkt zu ihm hochporten, die Quests machen. Die will ich nämlich weiterhin fertig kriegen, sowie auch die Quest hier einmal im Blackrock Foundry, also Schwarzfelsgießerei. Da muss ich einmal jetzt noch rein. Ich brauche zwar zum Glück kein Item mehr, weil ich das auch letzte Woche mit einigen Twinks noch gefarmt habe. Sokrita dachte ich mir, gut, da warte ich jetzt den ID-Reset ab und gucke dann dementsprechend, dass ich mir mit dem einen Char, wo ich die Quest fertig habe, immer Chars hier auf dem Main-Account einlade und direkt zu Sokrita kommen. Weil sonst muss ich halt unten jedes Mal den ersten Boss spielen und halt komplett die Instanz bis nach oben. Ne? Also wenn man in Port hat, geht schon deutlich schneller. Genau, also ich denke,
denke mal, das werde ich die Woche auf jeden Fall kriegen. Dann können wir Warlords of Draenor abhaken. Ausgenommen sind halt die Quests, da muss ich dann halt nächste Woche noch einmal rein. Genau, dann in Legion brauche ich jetzt noch zwei World Bosse. Ich glaube, das war das letzte Mal genauso. Ich habe aber entdeckt, dass beim Shuffeln, oder im Shuffeln ist eigentlich eher Gamblen, in der Vindica kann man diese Umhänge auch kriegen. Und jetzt gucke ich gerade mal nach, welcher World Boss die Woche da ist, weil ich das noch gar nicht getan habe. Nidhogg ist da. Das ist der, den ich brauche, oder? Nice, okay, also ich muss unbedingt den World Boss spammen. Ich brauche nämlich hier einen Umhang. Und den Umhang werde ich wahrscheinlich mit jeder Klasse kriegen können. Okay. Also es ist einer der World Bosse da, die ich brauche. Also den werden wir auf jeden Fall die Woche spammen. Schmackgrüner Albtraum, da haben wir, glaube ich, nichts gekriegt. Das ist immer noch die Xavier-Schulter und Zonenbeute, ne? Also das ist gleich geblieben. Dann Prüfung der Tapferkeit. Da habe ich, glaube ich, im HC das letzte Item gekriegt. Das brauchen wir nur noch den LFR. Nighthold, da hatte ich kein Glück. Ein Boss im LFR, einer im HC und einer im NHC. Also ich hoffe, dass ich die Woche da mal was fertig machen kann. Vielleicht, wenn ich Zeit habe, spamme ich das auch mal mit mehreren Chars. Muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht wegkriege. Grabmal, da haben wir, glaube ich, auch nicht so viel gekriegt. Da brauche ich von der Maid im LFR noch den Kolben. Im Normal brauche ich noch die Hosen, den Maidkolben und von Kil'jaeden ein Item. Im HC brauche ich noch den Maidkolben, wie in jeder Schwierigkeitsgrad. Dann von der Herrin Hassassin noch ein Item. Und im Mythic ist es halt auch die Hose von dem zweiten Boss und halt den Maidkolben. Ne? Ich bin am Überlegen, wenn ich mal Zeit habe, dass ich den Maidkolben im LFR mit vielleicht ein paar Chars farm, weil das halt in jeder Schwierigkeit gerade der gleiche Kolben ist. Und dann hätte man halt schon mal viel weg, wenn ich den hätte. Mal gucken. Vielleicht komme ich dazu. Und Antorus hat sie eigentlich auch nicht viel getan. Ich brauche immer noch von Argus die Brust. Hier im NHC brauche ich jetzt noch die beiden Transmog-Items und von Aggramar den Rücken. Und im HC brauche ich ja nichts mehr, bis auf ja, bis auf ein einziges Transmog-Item. Anderes habe ich mir gekauft, ich glaube für so 60, 70, 80k, irgendwie sowas um den Dreh rum. Also haben wir jetzt eins auf jeden Fall mal abgehakt. Und das 5-Mann-Dungeon, naja, reden wir nicht drüber. Das sieht genauso aus wie letzte Woche, obwohl ich einige Runs gemacht habe. Also ich habe jeden Tag HC tatsächlich gemacht, ne? Das kann man ja nur einmal täglich machen mit einem Char. Und x-mal NHC. Ich glaube, gestern und vorgestern habe ich ein, zwei Stunden Runs gemacht und ich habe nichts gekriegt. Das ist echt ätzend. Na gut, BFA sind wir ja noch nicht am Start. Da bin ich ja noch nicht am Farmen. Genau, also so sieht es hier aus. Dann Außenbereiche. Habe ich jetzt eins weggekriegt und zwar habe ich das Deckmatrosenhemd mir gekauft für 50k. Hat mir ein Viewer verkauft, 50k fürs Deckmatrosenhemd ist tatsächlich relativ günstig. Das kostet meistens immer deutlich mehr. Wäre ein ewig langer Random Grind gewesen. Und da bin ich tatsächlich relativ froh, dass ich das Teil günstig ergattern konnte. Ne? Jetzt fehlen mir halt immer noch blöderweise diese Schuhe, die man über diesen Argus gegambelt bekommt. Hier warte ich immer noch auf die Quest und die ist halt wieder nicht gewesen. Also, das ist die Emissary, wo das drin sein kann. Also ich warte jetzt schon über einen Monat, ne, dass das richtige Ding kommt. Und hier mal Divers Labor. Da müssen wir halt auch noch gucken. Da werde ich mal demnächst ein paar Chars so weit hinspielen, dass wir das machen können. Weltbeute, da hat sich nichts geändert. Erfolge auch nicht, hier auch nicht. Hier bei der Drehen-Organisation sieht es ganz gut aus. Und zwar fehlen mir jetzt hier nur noch drei Anhänger. Ich habe heute noch einen bekommen. Wobei, das wird sich jetzt länger gestalten. Wir haben letzte Woche noch viel gefehlt. Jetzt habe ich heute mit den 449 Chars, die ich auf dem Main-Account habe, durchgelockt und einen bekommen. Also einen habe ich bekommen aus 49 Versuchen, die ich jetzt in der Woche habe, weil ich 49 Chars auf dem Main-Account habe, die Garnison dementsprechend so weit hochgebastelt haben. Das Gute ist, alle anderen Sachen aus der Garnison habe ich. Heißt, ich habe die Garnisonsinvasion, habe ich letztens, hat mir auch ein Viewer, hat mich eingeladen. Für ein paar Invasionen, die er freigequestet hat. Da nochmal danke an der Stelle. Und tatsächlich ist das letzte Transmog-Item drin. Heißt, ich muss keine Garnisonsinvasionen mehr machen, sondern nur noch diese Anhänger mir holen. Ja. Im Ordenshalle hat sich auch was getan. Ich habe mir Morose endlich geholt. Nach 254 Tries habe ich Morose endlich bekommen. Da habe ich auch ein Video aufgenommen, was man machen muss. Kommt wahrscheinlich irgendwann die nächsten Tage. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Muss ich noch fertig machen. Genau, und da fehlen mir jetzt nur noch die Artefakt. Nee, doch, die Artefaktwaffe. Oder der Hidden Skin vom Feldred. Ne, und Uldum
Da hat sich nichts getan. Es ist, glaube ich, jetzt heute fängt es an, also für euch gestern angefangen, in Uldum die Invasion. Und na, ich bin ja hartnäckig im Farmen, aber ich habe sowas von keinen Bock, diese scheiß Rares wie den Dolch zu farmen. Ich habe letzte Woche, ich glaube, vor 2 Wochen 150 Mal die Rares gekillt. Also ich habe 3 Rogues, 33 kannst du am Tag killen und ich habe nicht immer alle wirklich 100% gemacht, aber 5 Tage waren es, glaube ich. Oder verrechne ich mich jetzt hier gerade? Keine Ahnung, auf jeden Fall war es waren gut über 100 Tries. Ich habe diesen Kackdolch nicht gekriegt. Ich kriege richtig einen Hass auf diese Rares. Vor allem, die sind auch teilweise echt selten da, ne? Also, ja, ich werde es wieder versuchen, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja. Würde auf jeden Fall, wenn ich einen Dol den Dolch gedroppt bekomme, 11 Sachen wegnehmen, weil es halt hier 11 Mal aufgezählt ist mit den Rares. Genau, das ist Erweiterungsfeatures. Events, da ist glaube ich nichts neu. Nee, da haben wir nichts gemacht. Da können wir auch nichts machen. PvP. PvP habe ich ein bisschen was angefangen. Und zwar, es sollte ja eigentlich letzte Woche das Kinderspiel kommen. Dann ist es nicht gekommen, weil Blizzard sich entschieden hat: hey, es buggt irgendwas. Komm, wir nehmen es einfach komplett bis Shadowlands raus, weil, hey, wir könnten es fixen. Es ist ein cooles Event. Viele Leute warten drauf. Aber egal, wir nehmen es einfach raus. Dann müssen wir es nicht fixen. Ne? Das ist so Deutsche Bahn-Mentalität. Und ja. Jetzt muss ich halt die Waffen über den schweren Weg holen. Das sind halt Waffen, die man über PvP in BFA jetzt in der Season 4 kriegt, wenn man zum Beispiel in Arena BG oder irgendwas macht. Im Kinderspiel hätte ich es halt leicht farmen können, aber du kriegst das Zeug auch raus, wenn du hier oben den Balken vollfüllst. Ne? Dann kriegst du ja immer ein Item. Und das erste Item, was man rauskriegt, ist zum Glück eine Waffe. Und jetzt muss ich mit meinen richtig rotzig gammel-equippten Chars versuchen, diese Sachen hier freizuspielen. Ja, also den Balken einmal zu füllen. Ich habe das letzte Woche schon angefangen und das macht wenig Freude, ich sag's euch. Wenn eure Chars keine Essenzen haben, kein Gear, kein Azerit-Gear teilweise, die sind richtig kacke equipped, dann macht es sehr viel Freude, PvP mit denen zu machen. Das kann ich euch sagen. Mit dem Worry habe ich schon 400 von 500 voll gespielt und mit denen, ich muss das halt noch mit dem Rogue machen, weil es 2 Dolche sind und mit meinem Hanzer habe ich auch schon ein bisschen angefangen, hier wegen dem Streitkolben. Und das ist langwierig. Mal gucken, das werde ich jetzt auch mal über die nächsten Wochen versuchen, ein bisschen so nebenbei mitzunehmen. Genau, so viel zu PvP. Berufe hat sich nichts getan, Sets auch nicht und Fraktionen eigentlich auch nicht. Nee, dann wären wir soweit durch. Ach doch, doch, Berufe hat sich was getan. Ich habe mir den halt. Nein, wo ist es? Angeln. Ich habe mir einen Fisch hiervon gekauft. Und zwar in dem Waste of Money Video habe ich schon angekündigt. Einen Fisch habe ich mir geholt, der war immer so drin für, also ich glaube hier auf Antonidas war er für 800.000 drin, was halt insane ist, aber auf Blackmoor war er erst für 200k drin. Dann hat ihn jemand für 150k ein paar Tage später reingestellt und dann habe ich aber gesehen, man konnte draufbieten für ein bisschen über 50, 50, 60k habe ich draufgeboten und heute in der Früh habe ich nochmal geguckt, da war noch eine halbe Stunde, bevor ich in die Arbeit gefahren bin und ich war immer noch höchstbietend und heute nach der Arbeit habe ich nachgeguckt und tatsächlich, ich habe den scheiß Fisch gewonnen, jetzt haben wir hier wieder eine Waffe weniger, ne? Das freut mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt dementsprechend hier weg haben. Genau, das war's eigentlich soweit. Waren jetzt nicht mehr so viele Items, die ich gekriegt habe, aber es wird jetzt halt immer weniger, was ich mir holen kann. Und die Sachen, die werden halt immer noch ätzender, die überbleiben, ja. Also, mal gucken, was ich die Woche so erbeute. Ich hoffe, wir kriegen noch das ein oder andere hier fertig. Vor allem MOP, vielleicht auch WoD mal komplett fertig mit Zurückgitarre, Leechen ein bisschen was und dann schauen wir mal. Und vor allem, ich will diesen blöden Dolch haben. Ich will ihn zwar nicht farmen, aber ich will ihn haben, dass ich nicht mehr farmen muss. Also mal gucken, vielleicht haben wir ja da Glück. Gut, das war's eigentlich so mit dem kleinen Überblick. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Video an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.